Hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Heute möchte ich euch wieder meine Pfeife zeigen. Eine Jan-Harry Seifert-Pfeife. Meine erste Pfeife von ihm. Und zwar ist das dieses gute Stück. Eine sandgestrahlte Pfeife. Hat eine sehr schöne Maserung. Ich hoffe, man sieht den Stempel. Jetzt dürft man sehen. Ist natürlich eine 9mm Pfeife. Wie so ziemlich 95%, der Fehler war dabei, 95% meiner Pfeifen. Ja, ein wunderbares Stück. Man spürt hier und sieht hier keinerlei Spalt zwischen Mundstück und Pfeifenholm, keinerlei Übergänge. Das ist eine wunderbare Arbeit. Ja, eine sehr schöne Sandstrahlung. Pfeife liegt auch sehr, sehr angenehm in der Hand. Die Auffächerung, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, geht relativ weit rein in den Mundstück, was ich sehr interessant finde, was ich so jetzt bewusst auch noch nicht gesehen habe. Und was mich persönlich sehr freut, ist, dass, jetzt sieht man es, die Pfeife keine Einrauchpaste hat. Zum Thema Einrauchpaste werde ich wahrscheinlich auch nochmal Pfeife einrauchen, irgendwie auch nochmal ein Video machen. Ich weiß, dazu gibt es schon ganz viele, aber ein Kumpel von mir ist erneut zum Pfeife rauchen gekommen. Schaut sich natürlich die üblich Verdächtigen an, aber da ich den Kumpel nicht so oft sehe, werde ich für ihn quasi mal ein eigenes Video machen. Müsst ihr ja nicht anschauen. Sonst zur Pfeife, sie ist relativ groß, hat ein relativ großes Füllvolumen. Also anderthalb Daumenglieder, so die Hälfte vom Daumen verschwindet da drin. Zuglochbohrung natürlich in der Mitte, ist nicht anders zu erwarten. Kann ich euch jetzt leider zeigen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Wie auch immer, müsst ihr mir glauben. Bei Pfeife ist auch sehr angenehm im Mund, auch wenn sie doch relativ groß ist. Ja, habe ich noch nicht geraucht, werde ich die Tage einrauchen. Oder habe ich leider keine Zeit dazu. Die hat der Jan-Harry auf seiner Facebook-Seite angeboten, die Pfeife. Ich habe sie gesehen und habe ihm sofort geschrieben. Will ich haben, ist meine. Dazu den Link von seiner Facebook-Seite packe ich euch unten in die Infobox. Dann noch seine Internetseite, gibt es auch noch einen Link, auch Infobox. Und ja, wer mehr Pfeifen von Jan-Harry Seifert im Original sehen will und auch mal in die Hand nehmen will, kann ja mal bei seinem Bruder in Kassel vorbeischauen, beim Oliver Seifert. Da habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht, wo er seinen Laden vorstellt. Tue ich ja gleich in die Infobox. Genau, da hat er nämlich die Pfeifen von Jan-Harry auch. Und da könnt ihr die Werke auch mal bestaunen, mal in die Hand nehmen. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Pfeife rauchen lässt. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich ganz gut rauchen lässt. Ja, also bin jetzt auch hier, ihr seht es nicht, aber ich die ganze Zeit hier am rumfingern. Ja, weil sie fasst sich einfach so wunderbar an. Sehr schönes Holz, sehr schöne Sandstrahlung. Ja. So, das soll es für heute, für das Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe die nächsten Tage, Wochen mal wieder mehr Zeit, Pfeifenvideos zu machen. Ja, wie gesagt, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, mit Welpe und so weiter, da geht ein Haufen Zeit drauf. Also, habt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss.